So, nachdem wir ja jetzt Dingskirchen hatten, wie hieß er nochmal? Eli Drake. Und er ja vom Grand Metallic unterbrochen wurde. Haben wir jetzt den nächsten, der in den Muskeln spielen lassen will. Wer weiß, vielleicht sagt er ja, gegen wen er bei Extreme Rules antreten will. Es geht ja um den North American Champion. Ob er ihn überhaupt verteidigen will, ist ja auch wieder so eine Sache. Wir werden es erfahren.
Und wir kommen zum Main Event of the Evening. Ja, Andrade ist hier in Almas gegen den Goodfather und beide schlagen hier aufeinander ein. Das letzte Match zwischen beiden hatte der Goodfather gewonnen. Naja, Andrade hatte keinen Bock mehr und ist einfach gegangen. Und Andrade geht einfach wieder raus. Aha, das war Andrades Finte. Hat er den Goodfather in eine Falle gelockt. Also ich werde aus Andrade nicht schlau. Einmal lässt er sich auszählen, dann hilft er, dann greift er doch wieder gegen ihn ein. Also, ich bin verwirrt. Okay, der Ringrichter ist bei 8. 9. Oh, jetzt geht doch Andrade tatsächlich in den Ring. Wer hätte das gedacht? Gut, er ist nicht Hauptherausforderer. Springt da einfach vor ihn, gibt ihm eine schallernde Ohrfeige. Naja, das ist nicht gerade so die Feine. Und wunderbarer Moonsault. Also da muss der Goodfather aufpassen. Ja, und ich denke mal, dass Shelton Benjamin sich praktisch ein Titelmatch selber eingehandelt hat. Gegen Roderick Strong, der Mann, der den Goodfather direkt am ersten Abend von NXT besiegen konnte. Und da muss Andrade schon wieder raus. Wie gesagt, im letzten Match hat er sich auszählen lassen. Einmal hat er für den Goodfather eine Disqualifikation sich reingehandelt. Und jetzt geht Andrade wieder rein. Und jetzt gewinnt er durchs Auszählen. Okay, ich weiß immer noch nicht warum. Und wieso, weshalb. Versteht einer Andrades Plan, FTS hilft da ihm. Schenkt ihm sogar einen Sieg. Und jetzt sorgt er dafür, dass der Goodfather ausgezählt wird. Naja, soll das mal einer verstehen. Dann wollte er auch mal Antworten geben, dann ging auf einmal urplötzlich das Mikrofon nicht mehr. Verstehe ich nicht. Naja. Ja, das war's mit NXT. Als nächstes geht's weiter mit AEW. Und bis dahin wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Unser Kauf wieder gesehen, geschaut, etc.